einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Grashaus zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Nice to meet you im Gespräch mit Hanna Weiler. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und hoffe, dass es ein ganz, ganz spannender Abend für uns alle wird. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Eva Johanna Onkels. Ich habe früher hier im Europe Direct Büro bei Herrn Brömmel gearbeitet und bin mittlerweile bei RTL. Ich bin für die Website mitverantwortlich. Wir sitzen zwischen dem Nachtjournal und RTL aktuell, also richtig schön mittendrin im Geschehen. Steht da nochmal. Diese Veranstaltung wird heute Abend Ihnen präsentiert von Europe Direct Aachen, von der Ruth Charlemagne, von der Bischöflichen Akademie Aachen, der Karlspreis-Stiftung und dem Frauennetzwerk Städteregion Aachen. Da hängen also eine ganze Menge Akteure dran. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass tatsächlich Sie so zahlreich heute Abend erschienen sind. Ein kurzer Überblick noch dazu, was das Europe Direct Aachen in den nächsten Wochen anbietet. Das ist erstmal am 23.04. in Würselen der Europa wählt Infoabend. Dann am 24.04. nochmal eine Veranstaltung hier im Grashaus, Nutze deine Stimme, Infos und Vernetzung rund um das Thema EU. Am 4.05. ist dann das Europafest in Brüssel. Da fährt das Büro hier von Aachen aus los mit dem Bus. Ich hoffe, es sind noch Plätze frei, damit ich jetzt keinen Unfug erzähle. Diese Fahrt kann ich nämlich wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist super spannend. Sie kommen da in die europäischen Institutionen rein. Besonders den Ausschuss der Regionen kann ich sehr empfehlen. Sehr spannend, haben auch das leckerste Essen. Und ganz zum Schluss dann noch am 8.05. und 9.05. auf dem Katschhof, wenn das Karlspreisfest stattfindet. Da steht auch ein Infostand von Europe Direct mit jede Menge Informationsmaterial für Groß und Klein. Jetzt habe ich hier... ich muss immer da reinklicken, damit die Folie weiterschaltet. So, einmal für unsere Zuhörer am Bildschirm. Auch Sie können natürlich teilnehmen an dieser Veranstaltung und Fragen stellen. Dazu müssen Sie eigentlich nur mit der Maus einmal nach unten an Ihren Bildschirmrand, dann öffnet sich da eine Leiste und da gibt es ein Fragen und Antwort, ein F&A-Pool. Da können Sie Ihre Fragen oder Ihre Anregungen einfach eintippen und dann greifen wir die hier im Raum auf. Ja. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wie schon erwähnt, Hanna Weiler begrüßen zu dürfen, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Nice to meet you. Das ist nicht die einzige Veranstaltung dieser Art, die Sie durchführen. Das machen Sie schon länger. Was ist das Ziel dahinter? Erklären Sie das kurz und dann können Sie direkt starten. Erstmal guten Abend in die Runde meinerseits. Ich freue mich sehr, in Aachen zu sein. Es ist das erste Mal, dass ich hier bin. Und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen allen ins Gespräch zu gehen. Das ist natürlich eine sehr große Frage, um mit dieser Frage zu beginnen. Wir könnten jetzt ganz philosophisch werden. Warum machen junge Menschen, junge jüdische Menschen, Studierendenaktivismus? Ich glaube, dass ich dabei anfangen muss bei dem Mandat, das ich trage. Ich bin Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion. Das bedeutet, ich vertrete ungefähr 25.000 junge Jüdinnen und Juden in diesem Land. Und damit habe ich natürlich erst einmal auch eine Aufgabe, die junge jüdische Perspektive in Politik und Zivilgesellschaft zu tragen. Und ich glaube, dass solche Begegnungen, Gesprächsformate, aber auch unterschiedliche Formate, die irgendwie dazu dienen, mit den Menschen in diesem Land ins Gespräch zu kommen, ganz, ganz wichtig sind, wenn es darum geht, einerseits eine authentische Repräsentation junger Jüdinnen und Juden darzustellen, also wirklich zu zeigen, wir sind nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder, wir sind nicht nur etwas, das der Vergangenheit angehört, sondern wir sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wir gestalten diese Gesellschaft mit. Wir sind hier und wir sind laut und so weiter und so fort. Und der andere Teil dieser Arbeit ist natürlich auch, dass wir in einer Welt leben, in der Antisemitismus zunehmend sichtbar wird, in der Antisemitismus zunehmend aggressiver wird, in der sich Grenzen verschieben. Ich muss das den meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht im Detail erklären. Und wir glauben daran, dass solche Begegnungen auf Augenhöhe und auch einfach Räume, in denen man Fragen stellen kann, in denen man vielleicht auch einfach Dinge ausdiskutieren kann, die man vielleicht im Internet nicht so gut ausdiskutieren kann, dass das etwas dazu beiträgt, dass diese Gesellschaft ein Stück weit hassfreier wird und ein Stück weit gestärkter und demokratischer. Also das so in Kürze. Man könnte natürlich jetzt ganz lange darüber reden,
was Ziel und Zweck dieser Formate sind. Genau. Dann kann ich einfach Ja, loslegen. Okay, genau. alles klar. Ich habe tatsächlich nicht so viel im Detail vorbereitet, weil mir wirklich wichtig ist, auf Ihre Fragen eingehen zu können und so viel Raum für Fragen zu gestatten wie möglich. Aber genau, ich fange vielleicht einmal erstmal damit an, was für Organisationen, also was für Hüte ich eigentlich trage, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und was genau diese Organisationen machen. Und dann würde ich so ein bisschen auf junges jüdisches Leben in Deutschland vor dem 7. Oktober, aber vor allem auch nach dem 7. Oktober eingehen. Ich habe es schon gesagt, ich bin Präsidentin einer Organisation, die Jüdische Studierendenunion Deutschlands heißt. Wir sind eine Interessensvertretung aller junger Jüdinnen und Juden, nicht nur der Studierenden, sondern aller, die zwischen 18 und 35 sind. Das sind natürlich ganz schön viele Menschen. In Deutschland sind es 25.000 ungefähr. Und diese Vertretung zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben eigentlich zwei Aufgaben oder zwei Bereiche, in die sich all unsere Aufgaben, in die sich all unsere Projekte und Ziele eingliedern. Das eine ist, das habe ich auch schon gesagt, wir wollen junge Jüdinnen und Juden in die Politik hinein und in die Zivilgesellschaft hinein vertreten. Damit einhergehend bedeutet das, wir haben einen Bildungsauftrag, wir wollen Menschen bilden, darüber, wer Jüdinnen und Juden sind, was uns ausmacht, wie wir leben. Das ist natürlich sehr viel auch Lobbyingarbeit. Also wir sprechen mit sehr vielen politischen Akteurinnen und Akteuren über verschiedene Themen, die uns betreffen. Und dazu gehören sowohl Kampf gegen Antisemitismus, was leider gerade jetzt sehr stark im Vordergrund steht, aber auch andere Themen, wie zum Beispiel die mediale Darstellung von Jüdinnen und Juden, die Frage danach, ob wir oder warum wir, besser gesagt, weiterhin jüdische Klausuren an jüdischen Feiertagen schreiben müssen. Also ganz, ganz viele verschiedene Themen, die das Leben von jungen Jüdinnen und Juden betreffen. Und das sind auch nicht nur offensichtlich jüdische Themen, sondern es sind auch Themen, die alle jungen Menschen in diesem in dieser Altersspanne betreffen. So etwas wie Studierendenrechte, Fragen von Women Empowerment. Wir machen einen Jewish Women Empowerment Summit jedes Jahr, zu dem hunderte jüdische Frauen kommen, und so weiter und so fort. Und unsere zweite Aufgabe, beziehungsweise sozusagen die zweite Säule unserer Arbeit, ist die Repräsentanz junger jüdischer Belange vor jüdischen Institutionen. Also es gibt den Zentralrat der Juden in Deutschland, es gibt die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, es gibt die jüdischen Gemeinden. Unsere Aufgabe ist es, mit diesen Organisationen und Institutionen im Gespräch zu sein und vielleicht auch mal Druck zu machen an den notwendigen Stellen, damit junge Menschen, junge jüdische Menschen innerhalb der Gemeinden das bekommen, was sie brauchen. Also so ein bisschen die Frage von, was ist eigentlich die Rolle junger Menschen in unseren Gemeindestrukturen? Das sind zwei ziemlich große Aufgaben. Und ich habe das schon so ein bisschen geschildert. Unter diese beiden Säulen fallen eigentlich eine Vielzahl an Projekten und Problemen, die man angehen muss und so weiter. Ein paar habe ich genannt. Wir beschäftigen uns mit Antisemitismusbekämpfung, wir beschäftigen uns mit Jewish Women Empowerment, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie macht man die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nachhaltiger? Wie macht man Gemeinden nachhaltiger für junge Menschen? Wie macht man Gemeinden attraktiver für junge Menschen? Und wir beschäftigen uns generell mit der Frage, wie können wir dafür sorgen, dass es auch noch in 100 Jahren, in 1000 Jahren eine junge, laute, selbstbewusste jüdische Generation in Deutschland gibt? Und an der Stelle kommt man mittlerweile leider nicht mehr drum herum, um über den 7. Oktober zu sprechen. Der 7. Oktober, der Tag, an dem die Hamas in Israel einfiel und mehr Jüdinnen und Juden als jemals seit der Shoah an einem Tag ermordete, das ist ein Einschnitt. Also unsere Welt ist sozusagen seit diesem Tag in ein Vorher und ein Nachher geteilt. Und ich werde es auch an der Stelle den meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht mehr erzählen müssen, wenn man in die Medien guckt, die Frage nach Antisemitismus vor allem an deutschen Bildungseinrichtungen, an Hochschulen und Universitäten war in den letzten Monaten wahnsinnig präsent.
Und auch eigentlich einer der wichtigsten Bereiche unserer Arbeit über die letzten Wochen. Also wir haben mit unzähligen Schulleitungen zusammengesessen. Wir haben sehr, sehr eng mit dem Bildungsministerium zusammengearbeitet, mit der Kultusministerkonferenz, um Lösungen und konkretes Handeln zu erwirken, um Universitäten in Deutschland wieder sicherer für die junge jüdische Generation zu machen. Und ich werde immer wieder danach gefragt, wie geht es jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland denn gerade? Man muss dazu sagen, diese Existenzangst, das Wissen darum, dass es eigentlich kaum einen Raum gerade gibt, in dem man reingehen kann, ohne Antisemitismus zu befürchten oder ohne irgendwie auf der Hut zu sein, dass da was passieren könnte, das führt natürlich zu einer Sorge und einer Existenzangst, die omnipräsent ist. Das ist immer da. Viele junge Menschen berichten davon, dass sie immer erstmal, wenn sie einen Raum betreten, darauf achten, wo ist der Notausgang, falls etwas passieren sollte, dass man ohne Sicherheitskonzepte nicht mehr auskommt und so weiter. Und auf der anderen Seite, und das finde ich, ist das Beeindruckende, ist diese junge Generation lauter und selbstbewusster und aktiver als jemals zuvor. Junge Jüdinnen und Juden haben lange vor dem 7. Oktober, aber vor allem seit dem 7. Oktober, ohne Pause gearbeitet und gekämpft und neue Projekte und neue Ideen entwickelt, neue Bündnisse ins Leben gerufen, haben demonstriert und so weiter. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen mit Dingen, die wir gemacht haben, haben Safer Spaces, also sichere Räume mit psychologischer Beratung einberufen, um zu zeigen, wir sind hier. Und egal wie schlimm die Situation ist, wir gehen nicht weg und wir sind nicht bereit, unser Leben hier aufzugeben und unser Zuhause aufzugeben. Und es gab einen Moment, an dem das ganz deutlich wurde. Ich erzähle es Ihnen, weil ich glaube, ich habe Kunstgeschichte studiert, ich arbeite sehr gerne mit Bildern. Und es gab einen Moment, der mir sehr im Kopf geblieben ist, wo ich auch diese Diskrepanz und diesen Widerspruch sehr genau wahrnehmen konnte. In ein und derselben Woche gab es in Deutschland zwei Titelseiten, die über Antisemitismus gesprochen haben. Das eine war das Fokus-Magazin mit einer Reportage zu Jüdinnen und Juden und der Titel war Juden haben Angst. Und in derselben Woche war der Titel der Jüdischen Allgemeinen, also der Zeitung, die von Jüdinnen und Juden in Deutschland selber herausgegeben wird, Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr interessante Darstellung dessen, was wenn wir in Deutschland über Fremdbestimmung und Selbstnarration sprechen, was das sehr gut darstellt. Wir sind immer wieder damit konfrontiert, dass jüdisches Leben in Deutschland in Schwarz-Weiß-Bildern erzählt wird, dass es in der Opferrolle erzählt wird, dass wir darüber sprechen, wenn es um Antisemitismus geht, wenn es um den Holocaust geht, wenn es darum geht, Jüdinnen und Juden als Opfer darzustellen. Wenn es aber darum geht, Jüdinnen und Juden als handelnde Subjekte zu zeigen, die weitermachen, die aktiv sind, die sich gegen Unrecht erheben und dabei auch häufig unbequem werden, weil sie Missstände ansprechen, weil sie ihre Rechte einfordern. Das ist ein Narrativ, wo wir einfach feststellen, dass das sehr häufig untergeht und dass das unterrepräsentiert ist. Und das ist Teil unserer Aufgabe und das ist auch, wieso ich in Räumen wie diesem hier sitze, um über diese Dinge zu sprechen und um zu zeigen, wir sind eben nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder, wir sind nicht nur die Opfer, die den Kopf einziehen und zu Hause voller Angst sitzen, sondern wir machen und gestalten und kämpfen und lassen uns nicht unterkriegen, trotz der Existenzangst. Ja. Ich würde gerne auf den Punkt Schülerinnen, Studierende eingehen. Aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe mal in einem Seminar gesessen zur mittelhochdeutschen Mimik-Lyrik. Das war ein ganz kleines Seminar. Und da kamen wir auf das Thema Judentum, weil es in diesem Minnegesang tatsächlich auch darum ging. Und dann sagte eine Kommilitonin von mir, für uns alle sehr überraschend, dass sie Jüdin ist. Das haben wir vorher nicht mitgekriegt und das war uns auch gar nicht bewusst. Und ich habe in dem Moment da gesessen und realisiert, dass das das erste Mal ist, dass ein junger Mensch in meiner Umgebung sagt, ich bin Jude. Und das hat irgendwie was mit mir gemacht. Ich kann gar nicht so genau sagen, was. Es war so eine komische Mischung aus Faszination. Sie sagten in so Interviews mal, sie werden Exotisiert, genau, ja. genau, genau. Danke.
Das war es auch irgendwie für mich, muss ich an der Stelle ganz deutlich sagen. Und dann habe ich aber auch so für mich gedacht, haben wir vielleicht in der Schule viel zu wenig Begegnungen mit jungen Juden in unserem Alter gehabt? Weil die Begegnungen, die wir hatten eine Shoah-Überlebende da, super beeindruckend, ganz, ganz tolle Frau. Aber mit einer Jüdin oder einem Juden in meinem Alter hatte ich bis dahin nichts zu tun. Also, es ist eine sehr interessante Beobachtung. Ich fange vielleicht erstmal damit an, dass ich auch mal in einem mittelhochdeutschen Gesangsseminar saß, weil ich mal Germanistik studiert habe. Mein Beileid dazu. Wieso? Mittelhochdeutsche Lyrik, vor allen Dingen mittelhochdeutsche Epik, war mein Fachgebiet. Also. Okay. Für mich war es der Grund für das Abbrechen meines Studiums. Aber gut, ja, das Thema Begegnungen. Ich glaube, wir müssen einmal dabei anfangen. Wir gehen in Deutschland ganz häufig von der Abwesenheit von Jüdinnen und Juden aus. Also die meisten Menschen in diesem Land, würde ich behaupten, denken überhaupt nicht darüber nach, wenn wir diese ganzen Antisemitismusdiskurse sehen, dass es ja tatsächlich Menschen betrifft. Also dass es tatsächlich Menschen auch in unserer Umgebung sein könnten, die also Menschen, die mit uns im Seminar sitzen, jemand, der im Supermarkt neben uns steht, jemand, der vielleicht unser Nachbar ist. Der von diesen Schlagzeilen, die wir gerade im Internet sehen, in den Zeitungen sehen, unmittelbar betroffen ist. Und ich glaube, das ist eine interessante Feststellung, beziehungsweise so das Bewusstsein dafür zu entwickeln. Jüdinnen und Juden leben hier und sind Teil dieser Gesellschaft, auch wenn wir vielleicht niemanden kennen und auch wenn wir vielleicht sie nicht erkennen auf der Straße. Den meisten Jüdinnen und Juden sieht man das nicht an, weil die meisten von uns nicht religiös sind und nicht ja, orthodox gekleidet sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, auch erstmal so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Es kann jüdische Menschen in diesem Raum geben und es gibt jüdische Menschen in meiner Stadt. Ich werde gleich über das Thema Begegnung sprechen und danach komme ich gerne nochmal auf diesen Moment dieses Outings zurück, weil ich das auch sehr interessant finde. Also erst einmal absolute Zustimmung. Ich glaube auf jeden Fall, dass es im Schulcurriculum absolut daran mangelt, oder dass es mangelhaft ist, wie das Judentum behandelt wird. Wir sind viel weiter als in anderen Ländern, weil es in Deutschland mandatorisch ist, über den Holocaust zu sprechen. Und das ist auch ganz wichtig anzuerkennen. Und das ist auch, das wird häufig vergessen, das ist ein etwas, das durch jüdische Institutionen und Shoah-Überlebende erreicht wurde, dass wir überhaupt an diesem Punkt sind, dass wir über die Shoah sprechen. Aber das, was fehlt, ist einerseits diese Begegnung mit jungen Menschen, mit Menschen, die aussehen wie wir, die sprechen wie wir, die ganz ähnlich leben wie wir, die fehlt. Und es gibt Projekte, die genau diese Lücke füllen können. Also vielleicht anders. Man kann in Deutschland aus der Schule rausgehen und nur tot, formuliere das jetzt absichtlich provokant, man kann aus der Schule rausgehen und nur tote Jüdinnen und Juden kennen. Und das ist ein Problem. Und nur Schwarz-Weiß-Bilder kennen. Und dann fehlt eben diese Begegnung. Und es gibt Projekte, die diese Leerstelle füllen können, wie das Projekt Meet a Jew, wo es genau darum geht, dass man jüdische Schüler dazu ausbildet, in Schulklassen zu gehen und über ihr eigenes jüdisches Leben zu sprechen, überhaupt ohne den Anspruch, alle Jüdinnen und Juden zu repräsentieren, sondern es soll einfach nur um sie selber gehen. Und ich habe das selber gemacht, aber wenn ich mir vor allem jetzt aus meiner nicht mehr ganz so jungen Perspektive die 16-, 15-Jährigen angucke, die das machen, dann finde ich das so unglaublich, dass man als so junger Mensch sich diesem Publikum aussetzt, also dass man als so junge Person dann auch bereit ist, so persönliche Fragen zu beantworten. Und die Fragen, die da kommen, sind persönlich. Und die meisten von uns wachsen und reifen natürlich damit, dass man irgendwie lernt, sich selbst und seine Realität zu beschreiben und zu erklären. Und das ist einerseits gut und es ist total wichtig, dass es diese Projekte gibt und es muss mehr davon geben. Und andererseits finde ich das immer wieder so interessant, was das eigentlich mit den jungen jüdischen Menschen macht, die sich da also wirklich ja, emotional entblößen teilweise vor den Klassen und wirklich ganz persönliche Dinge freigeben. Also es ist extrem wichtig und es braucht mehr davon. Wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass es das eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass junge Menschen dazu bereit sind. Und deswegen
bin ich total ehrfürchtig diesen jungen Menschen gegenüber. Wenn wir über das Schulcurriculum sprechen, fehlt noch eine weitere Sache darin. Antisemitismus wird in diesem Land ganz häufig nur von 1933 bis 1945 gelehrt. Aber die Kontinuitäten des Antisemitismus nach 1945 oder der Antisemitismus, der seit Jahrtausenden existiert und der den Nährboden für 1933 bereitet hat. Auch darüber wissen meiner Meinung nach viel zu wenig Menschen Bescheid. Ich war heute bei einer Schulklasse und wir haben über Entnazifizierung und die sogenannte Stunde Null gesprochen. Und das, was es ja auch semantisch ausdrückt, ist, dass es sozusagen diesen harten Cut gegeben hätte, aber kaum jemand weiß, dass Menschen oder hohe Nazi-Funktionäre in Deutschland beispielsweise im Justizsystem hohe Positionen erreichen konnten oder am Ende des Tages sogar Bundeskanzler dieses Landes werden konnten. Also das sind alles so Sachen und Feinheiten, die erklären, wieso der Stand des Antisemitismus in Deutschland heute da ist, wo er ist. Teilweise natürlich nicht komplett. Und Dinge, die man nur lernt, wenn man wirklich interessiert an dem Thema ist und wirklich tiefgehend recherchiert. Und vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Moment des Outings, weil ich das so spannend finde. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die tatsächlich aus Angst vor Diskriminierung überhaupt nicht erzählen, dass sie jüdisch sind. Und dazu muss man, glaube ich, auch noch mal die besondere Zusammensetzung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland verstehen. 90% der Jüdinnen und Juden in diesem Land kommen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Das bedeutet, und 45% davon kommen aus der Ukraine, was bedeutet, dass die meisten Jüdinnen und Juden gerade nicht nur in einem Land, sondern in zwei Ländern Krieg ist, mit denen die Familie verbunden ist. Und in der Sowjetunion, also wir bringen natürlich ein ganz bestimmtes kulturelles Erbe mit uns. Dadurch, dass unsere Eltern- und Großelterngeneration aufgrund der staatlichen Verfolgung des Judentums, aufgrund des Verbots, Religion zu praktizieren in der Sowjetunion, dadurch, dass unsere Eltern deswegen einerseits eine Angst an uns weitergegeben haben, also viele von uns sind damit aufgewachsen, dass man gelernt hat, man darf den Davidstern nicht tragen oder man soll niemandem erzählen, dass man jüdisch ist, weil unsere Elterngeneration das häufig mitgebracht hat, dass man Angst hatte vor den Nachteilen, die das Jüdischsein bringen konnte. Und andererseits, also darüber hinaus, haben mindestens zwei Generationen vor uns keine Religion praktizieren dürfen. Das bedeutet, dass wir heute eine Generation sind, die hier in Deutschland gelernt hat, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Weil es zahlreiche Organisationen gibt, die so etwas wie jüdische Ferienfreizeiten anbieten, wo man mal mit Gleichaltrigen Schabbat zusammen feiern kann. Ich erinnere mich daran, wie ich von meiner ersten Ferienfreizeit zurückkam und meinen Eltern gesagt habe, okay, Freitagabend feiern wir Schabbat. Und meine Eltern waren sehr verwirrt, um es milde auszudrücken, dass ich jetzt plötzlich Schabbat mit ihnen feiern möchte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu verstehen über die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Und wenn man Jüdinnen und Juden begegnet, meine Generation ist häufig die, dass jüdisch sein als positive Identität und als Religion zurück in die Familien bringt. Also ich habe das heute auch mit den Schülern besprochen. Normalerweise hat man ja, wenn man in die Pubertät kommt, ist die Rebellion, dass man sagt, ich will nicht mehr religiös sein, ich will nicht in die Kirche oder ich will nicht in die Moschee gehen. Für ganz viele Jüdinnen und Juden ist es das genaue Gegenteil. Dass bei uns die Rebellion war, wir wollen jetzt Schabbat feiern und wir wollen jetzt selbstbewusst jüdisch sein und unsere Eltern gesagt haben, oh Gott, was soll aus dem Kind werden? Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, aber Kein ich fand Problem. diese diesen Outing-Moment sehr relevant dafür, wie jüdisches Leben in Deutschland funktioniert. Darf ich dazu eine Frage stellen? Sie haben gesagt, die Kinder, die in Deutschland die Schule verlassen, kennen überwiegend nur tote Juden. Ich denke, also ich komme aus dem Schuldienst und wenn ich ein Buch mit den Schülern besprochen habe, bin ich mit denen immer in die Synagoge, bin immer mit ihnen auf den jüdischen Friedhof und habe so alle Orte besucht, sodass also sie zumindest in der Synagoge Leute getroffen haben, die noch leben und jüdisch sind. Also ich glaube, dass das zu wenig beachtet wird. Ich wiederhole das einmal kurz und dann kann ich eine Kleinigkeit dazu einwerfen. Die Anmerkung hier war, das war, ist eine Dame, aus dem, die selber in der Schule gearbeitet hat und sie hat uns gerade erzählt, dass sie
mit ihren Schülern in der Synagoge war, wenn es um das Thema Judentum ging, dass sie auf jüdischen Friedhöfen war, also da Kontakt gesucht hat und dass sowas zu wenig Beachtung findet. Und was ich gerne dazu ergänzt würde, ist, waren Sie, also eine kleine Gegenfrage, waren Sie hier in Aachen im Schuldienst? Mhm. Ich komme ursprünglich nicht aus Aachen, sondern ich komme vom Land. Wir haben bei uns steht eine einzige Synagoge übrig geblieben, die nicht mehr von Juden und Jüdinnen genutzt wird. Mhm. Wir sind da auch hingefahren. Das war aber meine einzige Begegnung, die ich bis dato mit dem Judentum über Texte und Geschichtsunterricht hinaus überhaupt hatte. Und das war eine nicht mehr, also eine Synagoge, die im Innenraum noch total gut erhalten ist, aber wo halt nichts Religiöses mehr stattfindet. Das heißt, hier in Aachen mit der Synagoge, die wir haben, ist natürlich auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, eine ganz andere, als wenn sie vom linken Niederrhein kommen, wo alles. Und wenn ich dazu noch mal ergänzen darf, also es ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Das ist auch das, was wir sehen. Es hängt ganz häufig, gibt es einfach sehr engagierte Lehrkräfte, denen das wichtig ist. Und dann passiert das auch, wenn die Möglichkeit gegeben ist, weil man in einer größeren Stadt lebt und so weiter. Aber es hängt einfach sehr häufig davon ab, hat man diese engagierte Lehrkraft oder nicht. Und dann ist auch nochmal die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem, was am Gymnasium passiert oder an Realschulen und Hauptschulen, wo das überhaupt also viel weniger Platz findet häufig. Genau, also ich sage nicht, dass alles schlecht ist. Ich sage nur, dass die Dinge, die verpflichtend sind, also dass einfach viel zu viele Dinge an dem Engagement von Einzelpersonen hängen und nicht tatsächlich Raum im Curriculum finden. Ich hätte das gerne noch ergänzt. Ich habe im Grundschulbereich gearbeitet und als Religionslehrer. Und wir haben Moscheen besucht und wir haben die Synagoge besucht, regelmäßig. In der Moschee und überhaupt im Unterricht haben wir immer Kontakt zu muslimischen Kindern gehabt. Und in der Synagoge hätte ich sehr gerne Kontakt zu Kindern hergestellt. Denn das ist ja die Möglichkeit, wie ich Vorurteile abbauen kann. Es ist leider nie gelungen. Wir haben sehr nette Führer gehabt in der Synagoge, aber es war immer so ein bisschen wie ein Museumsbesuch. Und bei den Moscheen war es immer so, das war ja auf Augenhöhe und lustig. Ne? Und das hat mich immer bedrückt eigentlich, weil es das Gegenteil von dem war, was ich erreichen wollte. Vielleicht an der Stelle auch eine Erklärung dazu. Wir haben in Deutschland auch aufgrund von dieser Geschichte mit der Einwanderung der Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion eine sehr spezielle Konstellation jüdischer Gemeinden. Es gibt wahnsinnig viele Gemeinden, gerade in NRW gibt es fast in jeder größeren Stadt eine jüdische Gemeinde. Aber die meisten davon sind leider, das sind die Prognosen, am Aussterben. Also die Mehrheit der Menschen in den jüdischen Gemeinden in Städten, die nicht Frankfurt, Berlin, München, also die nicht die Hauptstädte sind. Ich glaube, in NRW werden das Köln und Düsseldorf, die größten Gemeinden sind. Der Altersdurchschnitt ist sehr, sehr hoch. Und deswegen habe ich das auch vorhin gesagt, als Vertretung jüdischer Studierende ist für uns natürlich auch ganz zentral die Frage, wie bringen wir mehr junge Menschen in die tatsächlichen Gemeinden. Weil wir haben junge Menschen, die auf Ferienfreizeiten fahren, die auf Veranstaltungen der jüdischen Studierendenunion gehen, aber sie gehen nicht in die Gemeinde. Das ist in der jüdischen Struktur hier in Deutschland auch etwas Spezielles. Also man ist stolz jüdisch und man ist hier und da, aber dann geht man nicht in die Gemeinde, weil man das Gefühl hat, da sind einfach nur Leute, die über 60 sind. Und deswegen ist vielleicht auch die Frage, wenn man so etwas machen möchte, Grundschulalter kenne ich mich nicht so gut aus, aber für Gymnasiallehrer und Lehrerinnen, es gibt Anlaufstellen wie zum Beispiel Meet the Jew. Man kann bei Meet the Jew genau diese Begegnung auf Augenhöhe haben. Genau, und junge Menschen zu sich in den Klassenraum einladen oder mit jungen Menschen eine Begegnung in einer Synagoge organisieren, aber ohne nochmal so eine Organisation, die genau in der Jugendarbeit und im Jugendbereich arbeitet, wird es häufig schwierig, nur über die Gemeinden den Draht zu jungen Menschen herzustellen, weil junge Menschen meistens nicht so interessiert sind an den Gemeinden, außer in den großen, großen Städten. Sie sagten ja ganz zu Anfang sowas, dass Sie auch die jüdischen Gemeinden ansprechen wollen, um junge Menschen zu überzeugen. Was fehlt denn den jüdischen Gemeinden, außer der, ich sag's mal, Altersunterschied? Ja, da fehlt einiges.
Ich glaube, bei jüdischen Gemeinden ist es sehr ähnlich wie auch in anderen Gemeinden. Es gibt Vorstände der Gemeinden, die auch einfach ein gewisses Alter in der Regel haben und die in der Regel eine Einstellung haben. Natürlich nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber viele haben so eine Einstellung von, ich weiß schon, was gut für die jungen Leute ist. Und die jungen Leute werden nicht ernst genommen. Und wenn man irgendwie eine Veranstaltung in der Gemeinde organisieren möchte, stößt man auf gewisse Hürden, also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dazu kommt natürlich auch ein demografischer Wandel, der uns genauso betrifft, dazu. Die jungen Menschen ziehen halt nun mal gerne in große Städte, wo sie studieren und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, dass sich, das ist eine bisschen kontroverse These, aber ich glaube, dass das jüdische Gemeindeleben sich in den nächsten Jahrzehnten einfach sehr stark verändern wird, dahingehend, dass die großen Gemeinden immer größer werden und die kleinen Gemeinden nach und nach tatsächlich entweder zusammenkommen werden müssen oder aussterben werden, weil es wirklich Gemeinden in Deutschland gibt, die mittlerweile so klein sind und 90% oder 95% der Gemeindemitglieder sind über 70. Und in so einer Gemeinde, wenn du einfach keine jungen Menschen hast, dann kannst du auch nicht so viel für junge Menschen machen. Aber in anderen Gemeinden, wo es die junge Generation gibt, ist wichtig, dass man eine Willkommenskultur schafft, dass junge Menschen das Gefühl haben, sie werden gehört, werden unterstützt, sie haben Verantwortung. Also das ist vielleicht auch nochmal die Sache. Ich bin ein großer Fan davon, jungen Menschen tatsächlich Verantwortung zu übergeben. Und sie machen zu lassen, ihnen zu sagen, okay, das ist das Budget, was du für die Veranstaltung hast, das ist der Raum, mach was Gutes daraus, was den jungen Menschen tatsächlich was bringt und nicht, ich mache das für euch. Also das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, dass junge Menschen das Gefühl haben müssen, sie sind einbezogen, es ist ihre Gemeinde, sie machen die Dinge, die sie für notwendig halten für eine junge Generation. Ja. Sie sagten vorhin auch so die Realität des jüdischen Lebens in Deutschland. Ich muss ehrlich zugeben, wie sieht denn die Realität des jüdischen Lebens in Deutschland aus? Auch das ist eine sehr, sehr große Frage. Es gibt nicht die eine Realität. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Realitäten. Jüdisches Leben ist auch hier in Deutschland wahnsinnig divers. Es gibt Jüdinnen und Juden, die praktizierend sind, die religiös sind, sowohl orthodox als auch liberal. An der Stelle liberal, jüdisch bedeutet nicht säkular. Das ist einfach eine andere Form von, also eine andere Strömung, eine andere Denomination. Die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland sind aschkenasische Jüdinnen und Juden. Es gibt aber auch Muss ich einmal einhaken, können Sie den Begriff einmal erklären? natürlich aschkenasische Jüdinnen und Juden. Also man teilt Jüdinnen und Juden sozusagen in zwei. Ich weiß nicht, ob Strömungen, das sind keine Strömungen, sondern naja, geografische Gruppen sozusagen. Oder in zwei Hauptgruppen, das sind aschkenasische und sephardische Jüdinnen und Juden. Darüber hinaus gibt es noch mizrachische und bucharische. Das hat etwas damit zu tun, wo diese jüdische Gemeinschaft herkommt. Aschkenasische Jüdinnen und Juden, also Aschkenas heißt auf Hebräisch Deutschland. Das sind die Jüdinnen und Juden, die in Deutsch, also die aus Deutschland kommen. Und die auch aus Deutschland nach Osteuropa ausgewandert sind über die Jahrhunderte. Also ganz Osteuropa, Deutschland, Teile Frankreichs sind aschkenasische Jüdinnen und Juden. Na, ich meine so Nordeuropa auch, genau, ist auch mittlerweile ein bisschen durchmischt. Und sephardische Jüdinnen und Juden, Sephardat heißt Spanien, sind Jüdinnen und Juden, die aus Spanien kommen, die aber auch mit der Reconquista in Spanien im Mittelalter nach Nordafrika sind, Türkei, Griechenland und so weiter, der Mittelmeerraum. Und es gibt ganz, ganz viele kleinere Gruppen dazwischen auch. Also bucharische Jüdinnen und Juden gibt es in Deutschland einige, das sind Jüdinnen und Juden, die aus Usbekistan gekommen sind, auch Teil der Sowjetunion. Genau, aber das, also die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland sind aschkenasische Jüdinnen und Juden. Also sie praktizieren ihr Judentum nach dem aschkenasischen Brauch. Der Unterschied ist beispielsweise darin, auf welche Art und Weise man betet, was man zu Hause isst. Bei den Feiertagen gibt es Unterschiede. Es sind vor allem Unterschiede in der Religionspraxis sozusagen. Und natürlich auch in der Mentalität und der Kultur, weil Jüdinnen und Juden, die irgendwie aus Osteuropa kommen, haben eine andere Kultur als Jüdinnen und Juden, die aus Nordafrika kommen.
Weil man natürlich über die jüdische Kultur sich auch in der Koexistenz mit der nicht-jüdischen Kultur um einen herum entwickelt hat. Und wo hatte ich jetzt angefangen? Genau, wie sieht das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland aus? Sie merken schon, das ist so eine große Frage, dass ich eigentlich immer wieder ausholen muss. Genau, das jüdische Leben in Deutschland ist wahnsinnig vielfältig, weil es diese ganzen Unterschiede gibt. Und es gibt also es gibt alles davon in Deutschland, sowohl religiös als auch absolut säkular, mehrheitlich aschkenasisch, aber eben auch einige Minderheiten wie wahhabische Juden, Bergjuden etc. Und Jüdinnen und Juden beschäftigen ganz unterschiedliche Dinge. Also es macht natürlich auch einen Unterschied, ob man eine jüdische Person ist, die in Berlin sozialisiert ist, oder ob man eine jüdische Person ist, wie ich, die in einer kleinen süddeutschen Stadt aufgewachsen ist. Und deswegen gibt es nicht die eine Lebensrealität, sondern es gibt ganz viele. Häufig denkt man, dass alle Jüdinnen und Juden sich nur mit Antisemitismus beschäftigen, was natürlich vollkommen falsch ist. Die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in diesem Land lebt ganz normal, geht zur Arbeit, studiert, gründet eine Familie und beschäftigt sich gar nicht so. Also natürlich spüren wir alle die Konsequenzen, aber am Ende des Tages ist Antisemitismus nicht das Einzige, woran wir denken, das will ich damit sagen. Und dann gibt es eben viele Jüdinnen und Juden, die in der Öffentlichkeit stehen und gegen Antisemitismus und andere Dinge kämpfen. Und all das prägt unsere Lebensrealitäten. Ich würde nochmal darauf zurückkommen, weil ich glaube, das ist eigentlich der Kern des Ganzen, wie man jüdische Lebensrealität in Deutschland beschreibt. Es ist ein Widerspruch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus immer stärker, immer offener geäußert werden kann. Und gleichzeitig haben wir so aktive jüdische Menschen wie selten, also wie eigentlich selten davor. Wir haben über die vergangenen Jahre wahnsinnig viele Neugründungen von jüdischen Vereinen miterlebt. Die Jüdische Studierendenunion Deutschlands ist auch erst 7 Jahre alt, und gehört zu einer dieser neu gegründeten Vereine. Wir sind in jeder gesellschaftlichen Sphäre mit dabei und ja, sind selbstbestimmte Bürger und Bürgerinnen dieses Landes. Deswegen, es ist ein Leben irgendwo zwischen Existenzangst und Streben nach Normalität und aktiv dafür einstehen, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben. Das ist sehr abstrakt, aber so ungefähr kann man sich, glaube ich, was darunter vorstellen. Ja, bitte. Ich habe zwei Punkte. Der eine ist, dass ich zwar sehe, dass auch die Schule da eine Pflicht hat, Dinge zu ändern, aber ich glaube, dass, wie die Kollegin auch schon sagte, wenn man da in die Synagoge zu Besuch geht, das ändert nichts an dem eigentlichen Leben. Hier in Aachen, für mich ist die jüdische Gemeinde nicht sichtbar. Also wenn ich zur COZ&A gehe, dann sehe ich da die Polizei und das sehe ich auch, dass das nötig ist, aber das ist ja schon lange. Aber ansonsten kenne ich keine Juden. Und wenn ich in Berlin bin oder ich war jetzt in Prag, dann geht man zum jüdischen Friedhof, man guckt sich die Synagogen an, man spricht mit Juden. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier einen Juden finden sollte, um mit ihnen zu sprechen. Und ich frage jetzt, das ist jetzt das im Anschluss an das, was Sie gerade ausgeführt haben, liegt das daran, dass die Angst so zugewonnen hat, dass die Menschen sich gar nicht zeigen? Oder ist es einfach so, dass die meisten Leute säkular orientiert sind und gar nicht mehr so offensiv ihre Religion leben wollen? Ich fasse die Frage kurz zusammen, weil die hat man bestimmt online nicht verstanden. Ganz vereinfacht ist die Frage gewesen, ob es daran liegt, dass man so wenig Kontakt mit Jüdinnen und Juden hat, weil die Angst so groß geworden ist oder weil es viel mehr säkular lebende Jüdinnen und Juden gibt. Und die Dame zog einen Vergleich zu Berlin und Prag, wo das wohl einfacher gewesen ist. Ich würde, glaube ich, erstmal damit anfangen, dass wir häufig vergessen, wie klein diese Minderheit ist. Es sind ungefähr 100.000 in Deutschland. Wir gehören zu einer der kleinsten religiösen Minderheiten, also vielleicht nicht einer der kleinsten, aber wir sind beispielsweise im Vergleich zur muslimischen Gemeinschaft in Deutschland wirklich ein Bruchteil. Und das wird ganz häufig, glaube ich, vergessen. Also alle fragen dann immer, ja, aber wieso gibt es hier keine jüdische Person oder da keine jüdische Person? Es gibt einfach gar nicht so viele von uns, als dass wir wirklich überall sein könnten.
Darüber hinaus kommt natürlich auch noch dieses Dilemma dazu, was ich beschrieben habe. Viele Jüdinnen und Juden ziehen auch aus unterschiedlichen Gründen in Großstädte, beispielsweise weil es eine bessere Infrastruktur gibt, also eine jüdische Infrastruktur, einen jüdischen Supermarkt, eine jüdische Schule und so weiter. Vor allem für Menschen, die religiös leben wollen, ist das eigentlich, naja, ist das fast unmöglich, außerhalb der großen, wirklich großen Städte religiös zu leben, wenn man sich an alles halten möchte. Und die meisten Jüdinnen und Juden in diesem Land sind säkular. Also die meisten erkennt man nicht, wenn man sie auf der Straße sieht. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages der ausschlaggebende Punkt. Also auch das, was ich vorhin damit meinte, wir gehen eigentlich immer von der Abwesenheit von Jüdinnen und Juden aus. Nicht, weil es uns hier nicht gibt, sondern weil man erkennt uns nicht. Man geht nicht davon aus, dass die Person, die im Supermarkt neben mir steht, vielleicht jüdisch sein könnte. Ja, so. Und deswegen muss man, und deswegen gibt es ganz viele jüdische Organisationen, die genau das versuchen zu füllen. Also die, denen bewusst ist, es gibt Regionen in diesem Land, da gibt es nicht so viele, da gibt es keine so starke, große jüdische Gemeinde. Da gibt es nicht so viele Jüdinnen und Juden allgemein. Und die dann tatsächlich für so Begegnungen sorgen. Also man kann immer wieder bei MeetAJew anfragen, man kann auch andere jüdische Organisationen, also beispielsweise ich bin hier, weil ich Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion bin, wenn ich angefragt werde, dann fahre ich in der Regel auch irgendwo hin, um mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Also es gibt einfach viele, die dann rumfahren. So. Ich würde gerne mal auf das Thema Antisemitismus tatsächlich zu sprechen kommen, aber in einer, ich habe manchmal das Gefühl, dass vielen nicht bewusst ist, welche antisemitischen Stereotype es tatsächlich alles gibt. Was würden Sie sagen, ist so der Stereotyp, mit dem man am häufigsten unterbewusst konfrontiert wird? Ich finde es schwierig, mich auf einen Stereotyp festzulegen. Sie können auch mehr nennen. ich werde, glaube ich, kurz mein Lieblingsbeispiel erwähnen, was sehr viel ausdrückt. Aber bevor ich das mache, das Stereotyp, dass wir alle reich sind, ist wahrscheinlich das, was sich auch unterbewusst am stärksten in den Köpfen von Menschen festgeschrieben hat, was mich auch am wütendsten macht. Also mir ist es lieber, jemand wundert sich darüber, dass ich keine große Hakennase habe, als dass ich damit konfrontiert werde, ob ich reich sei. Und das hat einen Grund. Diese spezielle Migrationsgeschichte der meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland sorgt natürlich auch dafür, dass wir Herausforderungen erleben, die alle anderen migrantischen Communities auch haben. So etwas wie nicht anerkannte Bildungsabschlüsse. Der Großteil der Eltern meiner Freunde haben irgendwas studiert, aber in Deutschland niemals in diesem Beruf arbeiten können. Viele sind in prekären Berufen gelandet. Also ich weiß nicht, wie viele Mütter ich kenne von meinen Freundinnen und Freunden, die halt einfach hier, obwohl sie, ich weiß nicht, IngenieurInnen waren, LehrerInnen, die in Deutschland Putzfrauen sind. Oder auch die Tatsache, dass die Einzahlung ins Rentensystem hier in Deutschland nicht anerkannt, in der Sowjetunion hier in Deutschland nicht anerkannt wird. Circa 90% der jüdischen Senioren und SeniorInnen leben an der Armutsgrenze. Und das sind auch die meisten Shoah-Überlebenden in diesem Land, die an der Armutsgrenze leben. Kaum jemand weiß das. Und ich finde, das sind einfach so unglaubliche Zahlen. Und dann natürlich damit konfrontiert zu werden, ihr seid eh alle reich, ihr seid eh alle mächtig, ihr wollt eh alle die Weltherrschaft. Und ich gucke mir meine Großeltern an, ich gucke mir meine Oma an, die 50 Jahre Gynäkologin war und die in Deutschland mit 300 Euro Sozialhilfe im Monat klarkommen muss jetzt. Und das macht mich natürlich wahnsinnig wütend. Und das ist eine strukturelle Sache, das ist bei den meisten meiner Freundinnen und Freunden ganz ähnlich. Liegt das daran, dass Ihre Großmutter aus einem anderen Land kommt? Denn wenn sie hier als Gynäkologin da... Nein, meine Großmutter kommt aus der... das ist ja das, was ich versuche zu erklären. 90% von uns kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Okay. Ich bin selbst in Belarus geboren. Ich bin erst 2005 nach Deutschland gekommen. Und das ist genau das Problem. Also dann natürlich... Also,
zu Hause mit prekären Arbeitsverhältnissen konfrontiert zu sein, zu sehen, wie die eigene Familie sich sehr, sehr hart als Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion Bildungsabschlüsse und Universitätsabschlüsse erarbeitet hat, obwohl das auch nicht selbstverständlich war in der Sowjetunion. Man durfte als Jude nicht studieren, was man wollte. Und dann kommt man nach Deutschland in der Hoffnung, die meisten Jüdinnen und Juden, die nach Deutschland kamen aus der Sowjetunion, kamen aus wirtschaftlichen Gründen. Man hatte sich erhofft, ein besseres Leben hier zu haben, eine bessere Schulbildung für die Kinder und so weiter. Und lebt jetzt an der Armutsgrenze. Und dann natürlich immer wieder irgendwie sowas zu hören, wie beim anderen Reich, das sitzt viel mehr als andere Stereotype, würde ich sagen. Aber das, worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist mein Lieblingsbeispiel von Stereotypen über Jüdinnen und Juden. 2019 hat der Spiegel Geschichte eine Ausgabe zu jüdischem Leben rausgebracht. Und ich stelle mir das immer wieder vor, wie diese Redaktion von Spiegel Geschichte zusammenkam und sich beraten hat, okay, wir wollen eine Ausgabe zu jüdischem Leben in Deutschland machen, was packen wir auf das Cover? Auf dem Cover sieht man ein Schwarz-Weiß-Foto von zwei orthodoxen Juden, das vor 100 Jahren aufgenommen wurde, im Berliner Scheunenviertel. Das sind sogenannte Ostjuden, die aus Osteuropa damals nach Berlin eingewandert waren. Hinter diesem Schwarz-Weiß-Foto sieht man zerschlagene Scheiben aus der Reichspogromnacht und dahinter einen großen gelben Davidstern. Und das Heft ist rot, also es wird mit sehr aggressiven Farben gearbeitet. Es wird vermittelt, Jüdinnen und Juden sind alle Schwarz-Weiß-Bilder. Jüdinnen und Juden haben alle was mit der Shoah zu tun, beziehungsweise sind nur dann relevant, wenn wir über die Shoah sprechen. Wir sind alle orthodoxe ältere Männer. Und selbst in den, wieso ich das erzählt habe, so detailliert, selbst in den 1920er Jahren war dieses Bild, was dafür gewählt wurde, kein repräsentatives, kein authentisches Bild jüdischen Lebens. Man hätte auch eine Hannah Arendt oder einen Franz Kafka oder wen auch immer auf dieses Cover tun können, aber man hat sich auch dafür ein sehr stereotypes Bild von Jüdinnen und Juden entschieden. Und das, was es wirklich getoppt hat, war die Überschrift des Ganzen. Jüdisches Leben in Deutschland. Es ist zwar der Spiegel Geschichte, aber es ging um eine Ausgabe zu jüdischem Leben im Hier und Jetzt. Jüdisches Leben in Deutschland, geheimnisvolle Welt von nebenan. Also, wir sind nicht Teil dieser Welt, sondern wir haben unsere eigene, mystische, geheimnisvolle Welt nebenan. Ich muss wahrscheinlich nicht erklären, dass da einfach mit sehr viel Antisemitismus und antisemitischen Narrativen gearbeitet wurde. Dieser Moment, dieses Heft war für mich mein politisches Awakening, weil, ja, wie Sie sehen, es ist 5 Jahre später und ich bin immer noch wütend darüber. Und ich glaube, das stellt sehr gut dar, was so die Stereotype zu jüdischem Leben sind. Also man denkt es in entweder in so einem also entweder als etwas, was nur mit Religion zu tun hat. Säkulares jüdisches Leben kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wir sind alle immer irgendwie orthodoxe Männer, wir sind immer Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, so viel dazu. Ich muss sagen, ich habe als Kind nie verstanden, was irgendjemand gegen Menschen jüdischen Glaubens oder Juden allgemein haben kann. Das habe ich nicht begriffen. Das begreife ich bis heute nicht. Und dann hatte ich ich weiß nicht, ob Sie das wissen, hier in Aachen in der Literaturwissenschaft ist es ein Muss im Studium, mindestens zwei Veranstaltungen zu besuchen zum Thema jüdische Literatur und Kulturgeschichte. Zumindest war das zu meiner Studienzeit so. Und ich habe mich dann für ein Seminar eingeschrieben und wir sitzen an dem Seminar, da kommt der Professor rein, der dieses Seminar hielt. Und das klingt furchtbar, der kam rein und wir alle dachten so, was ist das für ein Typ? Können Sie sich vorstellen, wirklich lange, lange, lange weiße Haare, so ein Bart und dann trug der eine Käppi. Mhm. Der sah aus, also hätte ich den auf der Straße gesehen, ganz ehrlich, ich hätte gedacht, das ist eine ganz arme Socke.
Und dann kommt er rein und zog seine Käppi ab und dann trug er darunter eine Kippa. Und in dem Moment ist mir klar geworden, mit wie viel Sorge dieser Mann hier durch Aachen gelaufen ist, wegen antisemitischen Ausfällen. Das war, ich weiß nicht, ob Sie den Namen vielleicht kennen, Professor Gelber, der ist aus Yale, von der Universität. Und er sagte, in Yale macht er das nicht. Aber hier in Deutschland fühlte er sich unsicher. Und das war für mich ein ganz furchtbares Erlebnis, um ehrlich zu sein, weil das erste Mal in meinem Leben war, dass ich so gesehen habe, okay, es gibt hier in Deutschland noch Antisemiten. Und das sind ja nicht irgendwie, wenn man sich das jetzt mal anguckt, das wird ja immer so gerne so getan, als sei das ein Zuwandererproblem. Aber das ist es ja nicht. Mhm. Ne? Das ist total interessant, weil ich glaube, also wir haben, glaube ich, ich überlege gerade, mit was ich anfangen möchte, wo ich anfange. Nee, das ist die Zeit. Ja, genau, also ich glaube, ich habe ja jetzt sehr viel über Repräsentationsfragen und was man eigentlich für eine Vorstellung von Jüdinnen und Juden in Deutschland hat gesprochen. Und das finde ich auch total interessant in den USA, natürlich auch sehr abhängig davon, wo man ist. Aber wir haben, also es gibt US-amerikanische Serien, da ist es einfach nur ein Nebenfakt, dass ein Charakter jüdisch ist. Und das ist etwas, was immer wieder passiert. Was mir da sofort einfällt, ist die Nanny aus der gleichnamigen Serie aus den 90er Jahren. Oder Friends, in denen es einfach nur so eine ganz wirklich nebensächliche Information ist, dass die wichtigsten Charaktere jüdisch sind. In Deutschland würde das niemals passieren. Wenn es in Deutschland eine Serie, einen Film über eine jüdische Figur gibt, dann weil diese Figur Antisemitismus oder eine Identitätskrise erlebt oder weil es irgendwie um die Shoah geht und so weiter. Also ja, in den USA ist die Repräsentation von Jüdinnen und Juden eine ganz andere. Ich weiß nicht, ob dieser Professor bis heute so sorglos durch Yale laufen kann. Das ist bei mir mindestens 10 Jahre her. Ne? So. Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich vielleicht gar nicht so sehr an der Angst vor körperlichen Übergriffen, die natürlich berechtigt ist, liegt, aber auch was Sie vorhin angesprochen haben, diese Exotisierung, dass dir immer wieder gespiegelt wird, du bist irgendwie anders. Also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben gehört habe, du bist die erste Jüdin, die ich kennenlerne. Oder dass ich jemandem ganz nebensächlich erzählt habe, dass ich jüdisch bin und die ersten Fragen wirklich sehr, und damals war ich nicht Präsidentin von irgendwas, sondern ich war einfach nur Hanna und nebensächlich jüdisch. Und dann habe ich das erzählt und dann waren die ersten Rückfragen immer direkt sehr persönlich und sehr unangenehm. Also mein Lieblingsbeispiel ist, als ich auf einer Uni-Party um 2 Uhr nachts zu der Shoah-Biografie meiner Familie befragt wurde. Und das passiert häufig. Oder hast du schon mal Antisemitismus erlebt und so weiter und so fort. Also auch ganz viele Grenzüberschreitungen davon, was kann ich in welchem Rahmen eine Person eigentlich fragen und wann sollte ich erstmal fragen, ob es okay ist, dass ich das frage, jetzt in diesem Moment. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zwischen den USA, also wiederum bestimmte Staaten, und Deutschland, dass es eigentlich sehr viel normaler ist, sehr viel normalisierter ist, jüdisch zu sein, als es hier der Fall ist. Liegt das nicht auch daran, dass in den USA viel mehr Juden leben? Bestimmt. Die Repräsentanz ist doch viel höher. Ja, aber genau, richtig. Und ich glaube aber auch, dass es sehr, also dass Deutschland in dem Fall auch einfach am Ende des Tages das Land ist, in dem der Nationalsozialismus passiert ist und dass eine ganz bestimmte, ja, eine bestimmte Atmosphäre am Ende des Tages für die jüdische Gemeinschaft schafft oder für Menschen, die nicht aus Deutschland, die jüdisch sind und nicht aus Deutschland nach Deutschland kommen. Aber jetzt war der zweite Teil, Einwanderungsproblem. Das ist auch eine sehr interessante, also vor allem in dieser Zeit eine sehr interessante Frage, weil wir ganz häufig hören, also wir hören zwei Dinge. Entweder wir haben Politiker und Politikerinnen oder nicht nur Politiker und Politiker, die das vollkommen externalisieren und sagen, es gibt keinen Antisemitismus in Deutschland, wenn, dann ist er importiert, was absolut falsch ist. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein Problem mit Antisemitismus-Statistik, weil wir immer wieder hören, 90% der antisemitischen Straftaten kommen von rechts. Tatsächlich ist das leider ein Problem mit der Statistik, weil auch Straftaten von türkischen Faschisten und Faschistinnen rechts zugeordnet werden.
Das, worauf wir uns, denke ich, einigen müssen, ist, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Das ist vollkommen egal, wo man herkommt. Also es hat natürlich bestimmte Prägungen, die mitgedacht werden müssen. Aber am Ende des Tages gibt es Antisemitismus in jeder Kultur, und jede Nation kann von Antisemitismus befallen werden, weil es am Ende des Tages auch wirklich wie ein Virus ist. Und es ist auch keine Frage von Extremen. Es gibt ihn in beiden Extremen, also politischen Extremen, sowohl links als auch rechts. Aber es gibt ihn auch in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt bürgerlichen, christlichen Antisemitismus. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft eigentlich nur vorankommen, wenn unsere Mentalität sich dahingehend ändert, dass wir bei Antisemitismus nicht erstmal gucken, mit wem darf ich auf den Finger zeigen, und dass man das bei dem politischen Gegenüber oder auf den politischen Gegenüber, auf das politische Gegenüber zeigt, sondern dass man erstmal fragt, was ist eigentlich meine Rolle darin, dass Antisemitismus in diesem Land fortbesteht? Und was kann ich tun, um Antisemitismus entgegenzuwirken? Die Dame in Blau war zuerst. Woran ernähren sich eigentlich die jüdischen Studenten in Aachen? Also, mein Sohn hat eine jüdische Familie in den USA eingeheiratet, deshalb kenne ich mich da recht gut aus. Wollte mal eine Koscher-Sandkornmarmelade im Reformhaus kaufen. Da kriege ich nur die Frage, was ist koscher? Also, ich glaube, ja, was essen die denn? Da müssen die sich alles irgendwie online bestellen aus anderen Städten. Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass man irgendwas Koscheres in Aachen kaufen kann. Das ist Und eine sehr gute Frage. die Ich finde Frage das ist, schade. Also, die ja. Frage ist sehr, sehr einfach. Deshalb musste ich auch schmunzeln, nicht über den Inhalt. Ich finde die Frage selber sehr gut. Und zwar war das, wovon ernähren sich jüdische, also gläubige Jüdinnen und Juden in Aachen, weil es hier ja kaum koschere Sachen zu kaufen gibt. Ich würde damit anfangen, dass die meisten Jüdinnen und Juden nicht koscher essen. Nicht koscher. Nein, Ach so. also die meisten, viele haben sozusagen essen koscher Style im Sinne von, man isst kein Schweinefleisch, man isst vielleicht keine Meeresfrüchte. Das ist beispielsweise bei mir ist der Fall. Ich bin überhaupt nicht religiös. Ich feiere Feiertage, aber wegen der Community oder um mit meinen Freunden zusammen zu sein. Ich bin kein gläubiger Mensch. Aber ich esse kein Schwein. Das ist für mich einfach eine kulturelle Sache. Das ist einfach bei mir so eingebrannt. Aber darüber hinaus esse ich alles. Also ich esse auch einen Cheeseburger, obwohl das absolute Gegenteil von koscher wäre. Also dann kann keine jüdische Familie in Aachen, also vor allem eben die Frauen, eine koschere Küche haben. Weil das ist ja eine Nein, auch das, Veranstaltung, genau, das es ist wird, ja genau, ich recht komme gleich dazu. liebenswert. Ich komme gleich dazu. Also genau, der Anfang ist, die meisten Jüdinnen und Juden essen nicht glatt koscher. Weil es in Deutschland wahnsinnig schwierig ist. Wenn man nicht in einer wirklich Großstadt lebt, also das ist auch in Düsseldorf und Köln schwierig, man muss eigentlich dazu wirklich in Berlin, maximal Frankfurt leben, um wirklich auch ein bisschen Auswahl zu haben und so weiter und so fort. Was aber wichtig dazu ist zu sagen, ganz viele Nahrungsmittel, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, sind koscher. Es gibt halt, also man, es gibt eine Liste, es gibt eine App, so eine Kosher-Scan-App, die man benutzen kann, die viele religiöse Jüdinnen und Juden auch benutzen. Wenn sie einkaufen gehen, gucken sie, okay, in welchen Produkten ist der Inhaltsstoff XYZ drin? Und es sind wirklich ganz viele Dinge, die man im Supermarkt bekommt, tatsächlich koscher. Und natürlich darüber hinaus gibt es eben so etwas wie einen koscheren Supermarkt. In Düsseldorf gibt es einen, in Köln gibt es wahrscheinlich einen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wo sonst es in NRW einen gäbe. In Berlin gibt es einige. Es gibt koschere Restaurants hier und da. Also es ist kein Ding des Unmöglichen. Man kann koscher leben. Es gibt ja in den meisten Gemeinden auch eine orthodoxe Rabbinerfamilie. Vielleicht So, sollte die. Aachen da auch mal ein bisschen was tun. Ich meine, die Geschäfte können eine koschere Ecke einrichten. Ja, das Man ist die hat man Frage. nur Ich weiß Aachen, leider. der tut nicht einkaufen. Aber es ist auch das Marktgesetz. Also, wenn ich eine spezielle Nahrungsmittelunverträglichkeit habe, muss ich auch rennen, um was zu finden. Also, ich würde das jetzt nicht religiös Ja. diskriminierend zuordnen, dass ich für eine kleine Ich finde Personengruppe das nicht den religiös Markt zahle. diskriminierend. Doch, ich finde das diskriminierend. Also,
Ich glaube auch, ich gerne was von Ihnen und finden Sie das diskriminierend? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es in, wie viele jüdische Einwohner, wie viele Jüdinnen und Juden in Aachen leben. Ich glaube auch, dass ich das nicht beurteilen sollte, weil ich selber nicht davon, also nicht vom Problem betroffen bin, weil ich nicht Koscher esse. Ich glaube, eine religiöse Person kann viel besser bestimmen, ob das diskriminierend ist oder nicht. Es gab eine Zeit lang, das fand ich eigentlich total gut, in Edekas gab es eine Zeit lang so eine kleine koschere Ecke, von der natürlich nicht nur Jüdinnen und Juden Produkte gekauft haben, sondern alle möglichen Menschen, die mal gucken wollten, wie schmeckt ein koscherer Hummus, wie schmeckt das oder jenes. Ich glaube tatsächlich, dass wir aktuell in einer Welt leben, in der wir einfach sehr viel größere Probleme haben, als dafür zu kämpfen, dass wir in jeder kleineren, also ich fände es total toll, wenn es das gäbe. Aber ich glaube auch, dass die jüdische Community in Deutschland gerade mit vielen, vielen anderen großen Problemen zu kämpfen hat, sodass man das vielleicht eher an die Seite stellt. Aber auch da, wie gesagt, ich denke, eine religiös lebende, sich koscher ernährende jüdische Person kann das besser beantworten als ich. Ja, bitte. Ich wollte nochmal zum Antisemitismus zurückkommen. Wenn wir vom heutigen Antisemitismus in Deutschland sprechen, was passiert da? Was passiert an den Unis? Ich habe gehört, an den Unis passiert irgendwie auch viel Antisemitismus. Was wird den Juden und Jüdinnen, den Studierenden vorgeworfen? Was passiert da in der Praxis oder an Schulen oder ich weiß nicht, wo sonst noch überall Antisemitismus auftritt? Was passiert da? Ich würde mich gerne da anschließen, weil das passt sehr gut dazu. Das ist ein Punkt, mit dem ich auch quasi in die Veranstaltung gekommen bin. Ich höre sehr viel in den Medien davon, dass Antisemitismus jetzt zunimmt, habe aber selber keine Beobachtung in meinem bisherigen Leben gehabt von Antisemitismus. Gut, ich bin natürlich kein Jude und bin dann auch nicht Opfer von dem Ganzen, aber habe es auch quasi als Beobachter oder Zeuge noch nicht wahrgenommen. Deshalb interessiert mich genau diese Frage, was sind das für Dinge, die da geschehen, gegebenenfalls auch, wo müsste ich denn sein, um das mitzubekommen? Ich wiederhole die Frage nochmal für unsere Leute online. Die Frage war, wo passiert heute moderner Antisemitismus? Was passiert da? Wie äußert sich das an Schulen? Gerade auch, wenn man selber Antisemitismus bis dato nicht erlebt hat. Dazu würde ich gerne einen kleinen, ich mache ein bisschen Werbung. Stern TV hat neulich eine sehr interessante Investigativreportage gehabt, wo die unter anderem bei den Reichsbürgern waren. Da findet man Antisemitismus, und zwar richtig, richtig ekligen Antisemitismus. Und gerade solche Gruppierungen sind natürlich in den sozialen Medien unglaublich präsent und kommen damit in die Köpfe von jungen Menschen rein, aber natürlich auch in die Köpfe von älteren Leuten. Ne? Also da würde ich hingucken, wenn es um die Frage geht. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll, wo Antisemitismus alles stattfindet. Ich würde so weit gehen, dass es eigentlich kaum einen Kontext gibt, in dem Antisemitismus nicht stattfindet. Sie haben ein paar genannt, Schule, Campus, Internet, auf Demonstrationen und so weiter und so fort. Ich versuche mich jetzt mal am Arbeitsplatz, also ich könnte jetzt ganz lange so weitermachen, ich versuche mich mal auf ein paar Ebenen zu fokussieren. Wir haben uns in den letzten Monaten sehr, sehr stark mit Antisemitismus am Campus beschäftigt. Wir haben die Situation, dass es antisemitische Versammlungen gibt, auf denen in Codewörtern natürlich, aber dennoch, zum Tod an Jüdinnen und Juden aufgerufen wird, zum Mord an Jüdinnen und Juden, zum Tod von Jüdinnen und Juden aufgerufen wird. Auf dem Campus. Auf dem Campus oder vor dem Campus. In der Mensa und so weiter. Wir haben Flyer und Materialien, die an Hochschulen verteilt werden mit antisemitischen Inhalten. Wir haben ein tolles Beispiel aus Aachen, wo eine Gruppierung, die sich immer wieder antisemitisch äußert, eine ganze Vorlesung bekommen hat an der RWTH. Wir haben auch in Aachen gab es einen Vorfall mit einem Dozenten, der sich antisemitisch geäußert hat. Aber das sind Dinge, die passieren im ganzen Land. Einfach nur, weil mir das gerade eingefallen ist, dass es auch hier in Aachen das gab. Wir sehen Chatgruppen von Seminaren, wo die Studierenden zusammen in einem Chatverlauf sind, wo
Der 7. Oktober als Akt des Widerstandes gefeiert wird, wo zelebriert wird, was am 7. Oktober passiert ist, und so weiter. Also solche Dinge. Aber was ist der Inhalt? Unterschiedlich. Intifada bis zum Sieg, From the River to the Sea, 7. Oktober war ein Akt des Widerstandes, die Zionisten, was in dem Fall nur ein Codewort für die Juden, Jüdinnen und Juden ist, sind das Böse auf der Welt, die Zionisten müssen aussterben, Tod den Zionisten, also ich kann jetzt ganz, ganz lange weitermachen, solche Dinge, auf unterschiedlichen, also in unterschiedlichen Formaten, über unterschiedliche Medien, aber das ist gerade die Stimmung an ganz, ganz vielen Universitäten. Und um vielleicht noch eine Ebene dem Ganzen hinzuzufügen, das Internet. Also ich kann mein Handy an den meisten Tagen keine 10 Minuten weglegen, ohne eine Morddrohung in meinem Postfach zu haben. Ich könnte mittlerweile eine Stelle damit füllen, die nur damit beschäftigt wäre, die Sachen, die ich online zugeschickt bekomme, zu melden und anzuzeigen. Kommentare, also genau diese Inhalte. Und die kommen sowohl aus der linken, aus einer antizionistischen Ecke, als auch aus einer islamistischen Ecke, als auch aus rechten Ecken. Also gerade jetzt sehen wir, wie sehr vor allem israelbezogener Antisemitismus, wir tun ganz häufig so, als sei das etwas, das von nur links kommt, aber das kommt in der, also das ist bei den Rechten genauso verbreitet. Genau, also das so in Kürze. Aber vielleicht nochmal, um auf Ihre Frage im Detail einzugehen. Ich höre tatsächlich ganz, ganz oft von vielen, dass sie noch nie Zeuge von Antisemitismus geworden sind. Ich glaube, das ist auch häufig einfach der Fall, weil man ein bestimmtes Sozium hat, weil man eine bestimmte Umgebung hat, in der das nicht so vorkommt. Und gleichzeitig ist die Erfahrung, die wir auch oft machen, dass ich die Person dann frage, was ist denn deine oder ihre Definition von Antisemitismus? Und dann wird mir das erklärt. Und dann merke ich, dass die Definition, also dass das Verständnis für Antisemitismus auch an vielen Stellen nicht genügend da ist, um Antisemitismus im Ganzen erkennen zu können. Also ich glaube, viele, ich weiß natürlich nicht, wie es in Ihrem Fall ist, ich glaube, viele haben einfach das richtige Umfeld. Und bei vielen ist es leider so, dass sie Antisemitismus nicht erkennen, weil sie, naja, einerseits nicht betroffen sind und natürlich anders darauf achten, anders durch die Welt gehen, aber auch, weil sie sich nicht genügend damit auseinandergesetzt haben, um es erkennen zu können. Weil man, ich würde jetzt sagen, die meisten Menschen sind nicht, also sind keine Experten für Antisemitismus oder beschäftigen sich nicht so sehr damit und wissen nicht so genau, also wissen natürlich, okay, wenn jemand sagt, du blöder Jude oder so, das ist wahrscheinlich antisemitisch, aber können dann die ganzen Codes, über die Antisemitismus kommuniziert wird, nicht verstehen. Und das ist ja das, was Antisemitismus auch so kompliziert macht. Er wird in unserer modernen Welt sehr selten direkt und offen artikuliert, sondern er wird am allerhäufigsten durch Codes und Bilder, Schriften, bestimmte Narrative artikuliert. Und das kann, wenn man sich nicht aktiv, intensiv damit beschäftigt hat, weil auch diese Codesammlung immer, immer größer wird. Also es gibt eine Reihe an Emojis, die sind antisemitisch, und man versteht das nicht. Also im Internet ist alles voll mit Seifen-Emojis. So. Und ich weiß sofort, das ist eine Anspielung auf eine Gaskammer. Aber die meisten werden, ja, eine Seife. Oder Lampen. Also ich weiß nicht. Also mein prägnantes Beispiel dafür ist ein Tweet. Ich kriege den Inhalt gerade nicht zusammen. Selbst wenn ich es schaffen würde, würde ich ihn, glaube ich, nicht wiederholen wollen. Den Herr Maaßen, ehemaliger Verfassungspräsident, mal geäußert hat, der war wirklich antisemitisch. Und ich habe mit Leuten in meinem erweitertsten Bekanntenkreis gesprochen, denen war das nicht klar. Die haben diese Codes nicht erkannt. Wenn die irgendwo die Abkürzung NWO, Neue Weltordnung, lesen, dann ist das für die vielleicht verschwörungstheoretische Spinnerei. Aber dass dahinter ein richtiges, ideologisches, antisemitisches Konzept steht, das wissen ganz viele nicht. Und das finde ich persönlich sehr erschreckend, weil das auch nirgendwo wirklich zur Sprache kommt, außer man setzt sich mal hin und beschäftigt sich damit. Wenn sie sich in Verschwörungstheorien, also bitte nicht in die Theorie selber, sondern mit dem ganzen, mit der ganzen Thematik befassen, dann werden sie ganz schnell an so einen Kurs stoßen, und zwar 100-fach, 1000-fach. Ja.
Das ist richtig. Man fragt sich, wie geht man damit um, wenn man Betroffener ist? Ne? Ja, also im Idealfall in einer perfekten Welt sollten ja nicht die Betroffenen damit umgehen, sondern wenn wir jetzt über Kommentare sprechen, dann muss es einerseits eine viel striktere Regulierung seitens der Plattformen geben. Ganz häufig sind diese Kommentare unter den Beiträgen von Zeitungen, von der Tagesschau, von allen möglichen Redaktionen, die eigentlich Menschen in der Redaktion haben sollten, die dafür geschult sind, die das Ganze, die solche Chats und Kommentarspalten regulieren könnten. Auch das ist leider weiterhin ein Riesenproblem. Ich werde nie vergessen, wie ich mit einer Journalistin sie war nicht nur Journalistin, sondern sie hat eine ganze Abteilung geleitet. Und wir haben mit ihr geredet, sie war vom SWR und wir haben mit ihr darüber geredet, ob es Antisemitismus unter den Beiträgen gibt. Und sie meinte so, nein, nein, bei uns wird sowas nicht kommentiert. Also manchmal sagt dann jemand, das war zu Corona-Zeiten, und sie sagte, manchmal sagt dann jemand, die Ungeimpften sind die neuen Juden, aber sonst, also bei uns gibt es keinen Antisemitismus. Und einerseits war das, was sie als Beispiel gebracht war, gegen eine verschwörungserzählerische Ecke und ist eigentlich strukturell antisemitisch. Und andererseits haben wir dann diese Kommentarspalte tatsächlich aufgemacht und haben innerhalb von 5 Minuten irgendwie 10 antisemitische Kommentare entdeckt. Aber Menschen, die in Verantwortungspositionen sind, waren nicht imstande, das zu erkennen. Genau, und wie man damit umgeht, es ist schwer, damit umzugehen und es braucht sehr viel Unterstützung. Es gibt Organisationen, die Betroffene unterstützen, wie OFWEC, die eine Beratungsstelle ist für Opfer antisemitischer Gewalt. Es muss dokumentiert werden. Wir brauchen unbedingt auch für unsere Arbeit diese Zahlen. Wenn Sie antisemitische Vorfälle erleben, beobachten, sehen, dann unbedingt bei DIAS melden. Und ansonsten muss es strafrechtlich verfolgt werden. Ich glaube, das ist auch das, was ganz wichtig ist. Also ich bin ein sehr großer Fan von Bildung. Ich glaube an Bildung. Ich glaube, dass es nicht genügend Bildungsformate geben kann. Aber man kann Bildung nicht als eine Art Feuerlöscher benutzen. Und es wird ganz viele Menschen geben, die wir auch mit Bildungsformaten nicht erreichen. Und das, was da am Ende leider wichtig ist, ist eine Spezialisierung bzw. Konkretisierung des Strafrechts, wenn wir über Antisemitismus sprechen. Da hinten war eine Frage von dem Herrn. Ja, genau. Also ich wollte auch für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, darauf hinweisen, in der Aachener Zeitung war ein Beitrag über einen Vorfall vom vergangenen Montag. Da hatten wir als Junges Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, ich bin zweiter Vorsitzender, eine Buchvorstellung, die ist massiv, ja, man muss sagen, auch appelliert worden von 8 bis 10 pro-palästinensischen Aktivisten, die also zunächst erstmal gestört haben durch Reinrufen und dann auch wirklich sehr, sehr aggressiv wurden und auch nur mit letztlich physischem Zwang sozusagen auch dann aus dem Raum entfernt werden konnten. Und es wird auch ein Ermittlungsverfahren, es gab auch einen Bericht dazu in der Lokalzeit. Das sind also Dinge, wo ich auch jetzt überleiten würde zu dem Punkt, woher kommt der Antisemitismus aktuell. Ich finde, es ist so einfach zu sagen, es ist egal, woher der kommt. Mhm. Das ist mir zu platt. Und ich habe einen Artikel hier von der Neuen Zürcher Zeitung vom Februar, der schreibt also, dass in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik für politisch motivierte Straftaten es erst seit 2017 überhaupt die Kategorie religiöse Ideologie gibt. Und die absolut überwältigende Mehrheit der Juden, die selber von Antisemitismus in Deutschland betroffen sind, also hier ist es mit 81% angegeben, sagen, dass die Taten von Muslimen ausgehen. Wir haben ein Problem mit politischem Islam in Deutschland, das von den Etablierten. Könntest du dich kürzer fassen, bitte? Nee, das möchte ich bitte ausführen. Ich muss das gleich kurz zusammenfassen können. Okay, dann wollen Sie erstmal zusammenfassen und dann setze ich das Wort. Ich wollte, habe Sie gebeten, sich kürzer zu fassen. Ja, also, auch kein Vortrag. Wir haben ein Problem mit politischem Islam in Deutschland, das von den etablierten Parteien nicht aufgegriffen wird und dadurch den Rechten in dem Punkt, der das Feld überlassen wird, weil es offensichtlich tabuisiert wird, das Thema anzusprechen. Der Teilnehmer wies auf einen Vorfall hin, der sich hier in Aachen ereignet hat am Montag, wo Aktivisten
bei einer Buchvorstellung, ich glaube, es ging um die Gründung des Staates Israel, aggressiv wurden, pro-palästinensische Parolen gebrüllt haben, die Veranstaltung gestört haben. Und gegen die Person läuft jetzt auch ein Ermittlungsverfahren. Und dann machte er darauf aufmerksam, dass ein Großteil des Antisemitismus in Deutschland aus der streng islamistischen Ecke kommt und dass ihm das zu platt sei, was Frau Weiler gerade sagte, dass das ein gesamtgesellschaftliches, übergreifendes Problem ist. Was würden Sie erwidern? Ja, also erst einmal würde ich dazu sagen, ich habe nicht gesagt, dass es egal, woher er kommt, sondern dass es schon sehr klar klassifiziert sein muss, weswegen ich meine, dass wir, also wenn wir uns Statistiken angucken, da haben wir ein Problem, weil wie gesagt, sehr viele Vorfälle, die aus einer nationalistisch-türkischen, islamistischen und so weiter und so fort Szene kommen, leider dem rechten Spektrum zugeordnet werden, obwohl sie streng genommen nicht dem rechten Spektrum zugehören. Ich würde weiterhin sagen, es ist viel zu einfach zu sagen, dass, oder es ist auch falsch zu sagen, dass Antisemitismus in Deutschland allein aus den muslimischen Communities kommen würde, aber er kommt eben auch aus den muslimischen Communities. Ja. Mehrheitlich ist die Wahrnehmung der Jüdinnen und Juden, auch ich habe diese Statistik gesehen, die meisten Vorfälle, die Jüdinnen und Juden gerade melden, sind Vorfälle, die von Musliminnen und Muslimen ausgehen und sind Vorfälle, die israelbezogenen Antisemitismus darstellen. Gleichzeitig, und ich stimme dem Aspekt zu, dass wir sehr, sehr lange nicht wussten, wie wir darüber sprechen. Also dass sehr lange nicht über diesen Antisemitismus konstruktiv nicht innerhalb eines rassistischen Diskurses gesprochen wurde, sondern wenn darüber gesprochen wurde, ja, also beispielsweise, dann wurde nach Aiwanger-Manier darüber gesprochen, ich habe kein Antisemitismusproblem, aber die Muslime und Musliminnen in diesem Land schon. Also ich glaube, dass es uns in den vergangenen Jahren an Differenziertheit gefehlt hat. Ich würde aber trotzdem nicht leugnen, dass wir in einem Land leben, in dem die AfD mittlerweile was bei fast 20% ist und auch, dass der rechte Antisemitismus, der existent ist, weiterhin eine enorme Bedrohung für Jüdinnen und Juden bleibt. Das, was mir gerade wahnsinnig Sorgen macht, auch linker Antisemitismus war ein Thema, den wir sehr lange nicht besprochen haben. Und das, was wir gerade sehen, auch an Universitäten, ist leider, dass Gruppierungen, die sich als links verstehen, mit islamistischen Gruppierungen Seite an Seite laufen. Und das finde ich, also wir haben diese Vermischung auch von bestimmten Spektren. Das, was am Ende steht, ist, dass sich alle politischen Richtungen auf Antisemitismus einigen können. Und das ist ein Problem. Also es ist keine vollkommenen Widerworte. Ich würde andere Formulierungen dafür finden und sagen, es wurde lange nicht über bestimmte Antisemitismen gesprochen. Aber am Ende des Tages ist Antisemitismus trotzdem ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir sowohl links, rechts, in der Mitte, als auch in unterschiedlichen Communities bekämpfen müssen. Aber ist es denn nicht falsch, jetzt eine Ursache an eine Religionszugehörigkeit festzumachen? Also ist das nicht schon wieder eigentlich diskriminierend? Muss ich es eigentlich nicht an den eigentlichen Tatmerkmalen festmachen und nicht an einer Religionszugehörigkeit eines Moslems oder was auch immer? Es wird auch nicht, das haben Sie falsch verstanden, es wird nicht an der Religion. Es gibt Unterschiede. Ja. Also es gibt einerseits, wir sprechen gerade über zwei unterschiedliche Phänomene. Es gibt muslimischen Antijudaismus. Das ist ein Antisemitismus, der wirklich religiös geprägt ist. Also Jüdinnen und Juden sind Ungläubige und so weiter und so fort, so wie es auch christlichen Antijudaismus gibt. Das, wovon ich, also das, was wir gerade wahrnehmen, ist aber nicht dieser, also auch das, aber nicht mehrheitlich, sondern es gibt, wenn wir über Antisemitismus aus muslimischen Communities sprechen, dann sprechen wir nicht über Antisemitismus, der eine bestimmte Religion oder eine bestimmte Nationalität geknüpft ist, sondern das ist ein Antisemitismus, der sich entweder dadurch äußert, dass wir leider in Deutschland auch Aktivitäten von nationalistischen rechten Gruppierungen aus dem Ausland, wie beispielsweise die Grauen Wölfe aus der Türkei haben. Und das ist ein Antisemitismus, der am Ende des Tages politisch motiviert ist, aber aus muslimischen Communities kommt in dem Sinne. Und der nicht dem rechten Spektrum im klassischen Sinne zugeordnet wird, also nicht der AfD zugeordnet wird, sondern es ist ein Antisemitismus, der
aus muslimischen Communities kommt, aber rechts ist, weil wir diese Gruppierungen in Deutschland haben. Und darüber hinaus ist der Antisemitismus, der aus muslimischen Communities kommt, ein Antisemitismus, der an, so, also an vermeintliche Solidarität mit Palästinensern und Palästinenserinnen geknüpft ist. Und das ist am Ende des Tages, aber ganz häufig wird die Grenze von Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern überschritten zu israelbezogenem Antisemitismus. Und das ist der Antisemitismus, den gerade jetzt Jüdinnen und Juden in ihrem Alltag am stärksten wahrnehmen. Weil wir aktuell viel seltener als vor ein paar Jahrzehnten hören, du scheiß Jude. Aber das, was wir wirklich täglich hören, ist, du scheiß Zionist. Das kommt nicht nur aus der muslimischen Community, aber vermehrt leider auch von dort, aus Teilen der muslimischen Community. Wir sagen nicht, das will ich einmal ganz laut gesagt haben, dass Musliminnen und Muslime, die das Problem am Antisemitismus in Deutschland sind. Aber es gibt auch Antisemitismus, der aus der muslimischen Community kommt. Ich fand das ganz interessant. Ich habe mir die Sendung angeguckt, wo Sie bei Markus Lanz waren, worauf der Herr Chan, das war der Lehrer, ne, eingegangen ist, nämlich das Problem, dass da natürlich auch Biografien hinterstecken, gerade bei jungen Menschen, dass das häufig Kriegstraumata sein können, die da eine Rolle spielen beim israelbezogenen Antisemitismus. Und ich finde das, ich persönlich finde es wichtig, da zu differenzieren, genauso wie Sie das gerade gemacht haben, zwischen dem, was diese oft ja Kinder erlebt haben, was die von zu Hause mitgekriegt haben, wo die natürlich furchtbarste Bilder von Israel, von Juden vermittelt bekommen haben, durch furchtbare Erlebnisse, die sie selber vielleicht auch falsch deuten, das auf der einen Seite, und dem Antisemitismus, den wir hier in Deutschland von Deutschen sehen, die diesen ganzen Background nicht haben. Mhm. Also wenn wirklich, wenn ich mir angucke, was von AfD-Seiten, was von Reichsbürger-Seiten, was von Corona-Leugner-Seite an Antisemitismus gekommen ist, da sehe ich keine Erklärung. Mhm. Keine. Also ich finde. Nein, doch, die Erklärung gibt es. Die Erklärung ist Kontinuitäten des Nationalsozialismus in Deutschland. Ich meine jetzt so auf die auf den geografischen Ebene. Ne? Ja, absolut. Ich glaube auch, dass Sie hatten gerade etwas gesagt, worauf ich reagieren wollte. Sekunde, ich habe es gleich wieder. Ja. Genau, ich glaube, es gibt auch einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Darüber hat Herr Chan in der Sendung ja auch gesprochen. In was für einem Raum befinden wir uns? Befinden wir uns in einem pädagogischen Raum? Sprechen wir mit jungen Menschen? Oder befinden wir uns auf der Straße, am Arbeitsplatz, wie auch immer? Weil man mit Antisemitismus in dem pädagogischen Raum, wo es darum geht, Menschen mit nicht geschlossenen Weltbildern abzuholen, weil wir da ganz anders mit Antisemitismus umgehen müssen. Aber wir müssen ihn klar benennen. Ja, sicher. Und das ist das, was wichtig ist. Egal, ob er von rechts oder von wo auch immer kommt, er muss klar benannt werden. Und ich glaube schon, dass es gewisse Hemmungen gab, ihn an mancher Stelle klar zu benennen. Ja. Sowohl als Antisemitismus, der von rechts kommt, von konservativen politischen Spektrum, als auch die Tatsache, dass linke Gruppierungen und linke oder Parteien, die sich eher links positionieren, es gerade nicht schaffen, Antisemitismus von links, progressiven Antisemitismus und so weiter klar genug zu benennen. Beziehungsweise sie schaffen es jetzt, aber es ist jetzt viel zu spät. Das hätte in den letzten Jahren passieren müssen. Sie hatten noch eine Anmerkung. Ich wollte nur was zum 7. Oktober sagen. Also es hat mich angesprochen, dieses Thema Mitte Jew, weil ich einfach durch Michael Friedmann oder Igor Levit dauernd darauf gestoßen bin, dass sie keine Empathie erfahren haben nach dem 7. Oktober. Ich glaube, Friedmann hat ganz deutlich gesagt, ich wäre so gern mal von einem Deutschen in den Arm genommen worden, um einfach zu erfahren, dass er mit mir fühlt. Und hier in Aachen war es ja auch so, dass man nach dem 7. Oktober, die Demo war am Sonntag danach auf dem Marktplatz, das war relativ kurzfristig, da war kaum jemand. Es war keiner da. Und wenn ich dann an den Ukraine-Krieg denke, der vor 2 Jahren angefangen hat, da waren plötzlich überall blau-gelbe Fahnen. Ich habe eine einzige Israel-Fahne
in meinem Viertel gesehen, ich weiß nicht, sonst in Aachen wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und es ist nicht nur dieser Antisemitismus, es ist auch die Gleichgültigkeit. Und es braucht nicht jeder zu sagen, Juden haben lange Nasen oder was auch sonst immer für einen Schrott, sondern einfach sich mal positiv zu äußern. Es kommt einfach nicht. Und dann guckt man mal, wie viele Pro-Palästina-Proteste. Mit welcher Stärke, mit vielen Fahnen, ja, mit welcher Beharrlichkeit die da durchziehen, im Gegensatz. Ich nehme die Anmerkung noch mit auf, ja, von Ihnen. Ich finde aber trotzdem schwierig, den Antisemitismus hier in Deutschland, der sich scheinbar gegen Juden, die hier leben, die ja Deutsche sind, wo ich überhaupt nicht verstehe, was das soll, und der Geschichte, die da jetzt in Israel und Palästina passiert. Der 7. Oktober ist ja grau, da brauchen wir gar nicht, ne, drüber diskutieren, das ist furchtbar. Und dann muss man auch, kann ich auch nicht Palästinenser oder arabischstämmige Leute verstehen, die hier jubeln darüber. Das ist einfach so barbarisch, ganz furchtbar. Aber auf der anderen Seite, dass jetzt die Stimmung kippt, weil so viele Palästinenser umkommen. Das ist natürlich auch eine politische Sache. Da finde ich auch diesen Begriff Antisemitismus, also da muss man aber aufpassen. Ich muss trotzdem sagen können, dass ich die Politik, die Netanjahu gerade macht, nicht richtig finde. Das hören Sie auch. Das können Sie. Ja, nein, aber das wird ja vermischt. Ne? Ich finde auch, jeder Mensch muss da aufstehen und gegen diesen 7. Oktober. Und ich finde diese ganzen jubelnden Muslime, das finde ich ein Grauen. Wie kann ich hier in Deutschland sitzen, sicher und im Warmen und mir geht es gut und dann jubeln, dass sowas passiert? Wenn jetzt irgendwelche Palästinenser, die in der Höhle sitzen, vielleicht was gesagt hätten. Aber das gibt ja gar keinen Grund hier, das ist völlig unmenschlich. Aber auf der anderen Seite muss ich trotzdem sagen können, das, was da jetzt passiert, ich finde das falsch, weil das ja im Grunde, ja, diesen Wohlwollen Israel gegenüber auch verspielen, je mehr Menschen. Ja, ich würde, ich, das weiß ich war, auch nicht, weil ja. Der war dahinter steckt. Ne? Können Sie vielleicht die Diskussion nach der Veranstaltung weiterführen? Ja, danke. Ich wollte nur noch mal diesen Begriff. Kommen wir drauf. Ich fasse das einmal kurz, versuche es kurz zusammenzufassen. Es kam hier die Diskussion auf über die Frage nach der Empathie für Jüdinnen und Juden nach dem 7. Oktober. Wie wenig Demonstrationen hier in Aachen stattgefunden haben, dann ging es über dann ging es quasi zur Frage über, wie damit umzugehen ist, dass wir im Gegenzug so viele Palästinenser-Demos, Pro-Palästinenser-Demos sehen. Und dann angeschlossen die Frage, wie können wir darüber reden, dass wir als Menschen die Politik von Benjamin Netanyahu vielleicht auch einfach nicht gut heißen, ohne dass man uns vorwirft, es sei Antisemitismus. Okay, viele Fragen und eigentlich relativ klare Antworten. Die Gleichgültigkeit ist das, was tatsächlich wirklich sitzt. Ja, das, davon berichten auch die meisten Jüdinnen und Juden. Das, wo es mir am stärksten aufgefallen ist, wie krass das eigentlich ist, war, als die Korrektivrecherche rauskam und wir Tausende und Abertausende von Menschen auf den Straßen gegen rechts hatten, was so wichtig und so richtig ist. Ja? Also auch aus einer jüdischen Perspektive, das ist eine existenzielle Bedrohung. Super wichtig. Zwei Probleme daran. A, ich hätte da nicht mitlaufen können, weil sich antisemitische Gruppierungen auch unter diese Massen gemischt haben und es Plakate auf Demos gegen rechts gegeben hat von kein Platz für Zionisten und so weiter, irgendwie sowas. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war das Motto nie wieder ist jetzt auf diesen Kundgebungen präsent. Und das ist ein Motto, also ein Slogan, der entstanden ist mit dem 7. Oktober, den wir ins Leben gerufen haben. Und unsere Kundgebungen waren so leer. Also auch die großen Kundgebungen in Berlin. 10.000 Personen für eine Großstadt wie Berlin ist viel zu wenig. Und das ist das, was wirklich gesessen hat, um zu sehen, wie wenige es tatsächlich interessiert. Und nur nun zur Israel-Kritik-Frage. Wir leben in einem demokratischen Land, in dem Meinungsfreiheit wichtig ist. Jeder, der möchte, kann und tut es auch, in diesem Land Politik von Benjamin Netanyahu kritisieren. Man kann auch über israelische Kriegsführung diskutieren und so weiter und so fort. Man darf es aber nicht verwechseln damit, wann vermeintliche Kritik am Staat Israel oder an der Regierung Israels zu Israel bezogenem Antisemitismus wird. Und das passiert leider am laufenden Band.
Also wir sehen immer wieder, dass Antisemitismus geäußert wird und dann gesagt wird, aber ich kritisiere ja nur den Staat Israel. Dazu muss man sich mit israelbezogenem Antisemitismus auseinandergesetzt haben. Also selbst wenn Leute das Massaker des 7. Oktobers gutheißen, sagen sie danach, aber das ist ja nur Israel-Kritik. Ich habe ja nur Israel kritisiert damit. Nein, das ist Antisemitismus. Das ist Relativierung von Terror. Und es hat nichts damit zu tun, dass man nicht, wie gesagt, kritisieren darf. Aber man muss sich auch die Frage stellen, kritisiert man, weil es sich um Israel handelt? Also es gibt den Begriff Israel-Kritik im Duden als Wort. Es gibt nicht Iran-Kritik, es gibt nicht Russland-Kritik. Aber Israel-Kritik ist ein eingetragener Begriff im Duden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Israel vermeintlich kritisieren, aber gleichzeitig denen es vollkommen egal ist, welche anderen Genozide es auf dieser welche Genozide es auf dieser Welt gibt, wie beispielsweise der an UigurInnen und Uiguren oder der Sudan ist auch ein sehr gutes Beispiel. Also das sind so Dinge, wo es sehr fragwürdig wird und wo man auch merkt, dass der Diskurs um Israel ganz häufig von einem Bedürfnis ist, von einem Bedürfnis geleitet wird, Antisemitismus endlich in bestimmten Schichten äußern zu dürfen. Also ein Antisemitismus, der häufig in uns lebt, den man aufgenommen hat, den man nicht dekonstruiert hat, wie auch immer. Und es ist sehr einfach, das alles zu projizieren auf den einzigen jüdischen Staat, den es gibt. Ich würde gerne aus einer Medienperspektive einmal einhaken, auch wenn wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit haben. Sie erwähnten Sudan und Uiguren und ich würde dann da völlig mitgehen. Also man kann nicht sagen, ich bin gegen Israel, die Art und Weise, wie Israel Krieg führt gegen Gaza und gleichzeitig so tun, ach, Uiguren, ja, ist halt so. Ne? Das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite weiß ich, es ist im Medienbereich sehr gut, dass die Aufmerksamkeit für bestimmte Konflikte halt immer dahin geht, wo man sich näher hinfühlt. Also aus deutscher Sicht fühlten wir uns vielleicht Israel näher als dem Sudan. Das spielt da vielleicht auch eine Rolle daran, dass die Leute dann eher Israel kritisieren und das vielleicht auch mit antisemitischen Gedanken im Hinterkopf als die Kriegsführung im Sudan oder die Uiguren. Also das spielt bestimmt eine Rolle, aber ich würde schon behaupten, dass wir leider ganz häufig von einer, also tatsächlichen Obsession mit Israel und Palästina sprechen können. Also dass viele Menschen völlig blind sind dafür, welche autokraten Regime es gibt. Und Israel ist, obwohl es eine rechte Regierung hat, am Ende des Tages immer noch eine Demokratie. Im Gegensatz zum Beispiel zum Iran, dessen Beschuss Israels vor wenigen Tagen jetzt von vermeintlich Progressiven und von Linken gerechtfertigt wird. Also in was für einer Welt leben wir, dass Linke jetzt den Iran und beziehungsweise die Islamische Republik verteidigen, weil man sich darauf einigen kann, sobald es um den Hass auf Israel geht, da können wir alle zusammen mitlaufen. Vollkommen egal, aus welcher politischen Ecke wir kommen. Und das ist das Absurde. Oder auch der Ruf nach, also es ist nichts falsch daran, darunter zu leiden, es schlimm zu finden, welche Bilder wir gerade aus Gaza sehen. Das ist menschlich, das ist normal, in der jüdischen Community ist das nicht anders. Es sind schlimme Bilder, die uns erreichen. Das, was dabei aber einfach untergeht und was aus unserer Perspektive mitgenannt werden muss, Israel hat der Hamas mehrfach eine Waffenruhe vorgeschlagen. Die von der Hamas, erst vor wenigen Stunden wurde die letzte Waffenruhe von der Hamas abgelehnt. Kaum jemand redet darüber. Also das Narrativ ist, Israel ist das wahre Böse, also das einzige Böse. Und kaum jemand redet noch über die 100 oder über 130 Geiseln, die weiterhin in Gefangenschaft der Hamas verbleiben. Wenn wir nach einer Waffenruhe schreien, dann muss das eine Bedingung sein, an die diese Waffenruhe geknüpft ist. Und ich könnte jetzt wirklich ganz, ganz lange weitermachen. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, von wie vielen Menschen der 7. Oktober weiterhin geleugnet wird, wie voll das Internet ist, von
Menschen, die sagen, der ganze 7. Oktober wurde inszeniert. Die israelische Regierung selber steht dahinter. Man muss sich vorstellen, wenn es in einem anderen Land, wenn ein Terroranschlag in einem anderen Land passiert und das Erste, was aufkommt, ist, das ist gefaked. Das passiert nicht so häufig. Und ich glaube, dass wir einfach wirklich ganz, ganz klare doppelte Standards haben, wenn wir über Israel und Palästina sprechen. Und am Ende des Tages, Jüdinnen und Juden in diesem Land wollen, dass PalästinenserInnen in Frieden, in Sicherheit leben können. Viele Jüdinnen und Juden in diesem Land sind nicht einverstanden und nicht auf einer Linie mit der aktuellen israelischen Regierung. Tausende Menschen in diesem Land haben in Größenverhältnissen über Monate demonstriert, die wir uns in Deutschland nicht vorstellen können. Aber für uns ist klar, dass dieses Leben in Sicherheit für beide Völker nur möglich ist, wenn die Hamas kapituliert und wenn sie für immer zerschlagen ist. Und das ist das, was einfach immer wieder untergeht. Und dann sprechen wir wieder darüber, dass man Israel nicht kritisieren dürfte. Doch, aber dann muss das alles mitgenannt werden. Das ist ja auch interessant, dass Jordanien und Saudi-Arabien sich an der Abwehr der Iran-Raketen beteiligt haben. Es ist ja keine geschlossene Front im Nahen Osten, die da jetzt reagieren. Das fand ich. Ja. Das fand ich auch sehr erstaunlich, auch gerade, dass jetzt als jüngere Generation welche Memes und KI-Bilder dann auftauchten, mit Kombinai auf dieser Gurke sitzen. Da musste ich auch schmunzeln, muss ich zugeben. Ich würde an der Stelle, weil wir jetzt schon 5 Minuten überzogen haben, tatsächlich sagen, wir beenden die Veranstaltung für heute.